So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und das letzte Mal haben wir hier in Atheno uns umgeschaut und einige Konflikte festgestellt. Unter anderem gibt es eine Bürgermeisterwahl, um die wir uns kümmern müssen. Wir müssen hier bei einer Schulstunde teilnehmen. Das wollen wir jetzt gerade machen. Ich warte gerade noch auf die Kinder, die gleich kommen würden, sollten irgendwann. Irgendwann müssen jetzt Kinder kommen. Ich meine, es ist 6.50 Uhr. So, die Schule fängt um 8 Uhr an. Würde ich jetzt mal vermuten. Na? Und wenn wir das dann... Ach, das ist der Schrein. Wenn wir das dann geschafft haben, hier die Unterrichtsstunde hinter uns zu bringen, werden wir uns weiter um den Bürgermeister-Kram kümmern. Ich brauche noch immer zwei Menschen, denen ich noch keinen Pilz gegeben habe. Ich hoffe, ich finde die noch irgendwie. Ansonsten Infos zum Let's Play in der Beschreibung, wie immer. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Ah, und ungeschnitten bedeutet auch, wir warten jetzt einfach gerade mal, bis hier jemand kommt. Ich habe nämlich komplett verdrängt, dass ich ja hier stehe. Zu Beginn dieses Parts. Ja, das... wo kommen die überhaupt, wenn Regen ist? Oh, gucke mal. Tatsache. Ab wann kann ich ihn ansprechen? Oh, das finde ich aber auch interessant, dass während ich mit ihm quatsche, läuft die Zeit sozusagen weiter. Ja, ich will ja die Stunde begleiten. Soll ich mich einfach mal setzen? Fräulein Zelda, ich frage mich, ob sie heute zurück in ihr Haus kommt. Nach dem Unterricht werde ich dort mal vorbeigehen. Ja, das ist leider noch nicht der Fall. Also setzen kann ich mich nicht. Wann geht's endlich los? Das frage ich mich auch. Aber jetzt sind wir immerhin schon mal nicht alleine. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwo seid, wo sich viele Leute treffen wollen und ihr seid einfach so die Ersten und es ist so dieser unangenehme Moment, bis alle zusammenkommen. Aber jetzt ist der Moment da. Jetzt sind alle da. Jetzt kann es losgehen. Richtig? Richtig? Ja. Ja. Ich bin da. Wir können anfangen. Guck mal, wir sitzen jetzt schon 8.50 Uhr. Wir sitzen jetzt schon 50 Minuten hier und der Unterricht hat nicht angefangen. Herr Lehrer. Ja, ich glaube, ich weiß, warum die nichts lernen. Wenn das dein Unterricht ist, dann weiß ich, warum die nichts lernen. Entschuldige bitte. Der Unterricht läuft. Wie er läuft. Darum wäre es nett, wenn Privatbeispiel... Ja, hallo, ich höre nichts. Was ist das für ein Unterricht? Ich weiß, warum das nichts wird. Wenn ich mich vorne hinstelle vor der Klasse und fuchtel ein bisschen rum und red nicht, ja, dann wird das auch nichts. Geil. Das ist bester Unterricht. Ich dachte halt, man kriegt hier irgendeine Sequenz, dass man dem Unterricht. Ja. Ah, okay. Dann ist es jetzt Zeit für unseren Geschichtsunterricht. Wie ihr wisst, ist Hyrules Geschichte stark geprägt von der sogenannten Verheerung. Tatsächlich ist sie kein Einzelfänomen. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Sie wurde vor 10.000 Jahren versiegelt vom Held mit dem Bandschwert und ist durch die heilige Kraft der Prinzessin. Ist das nicht ein Märchen?
Haben die sich gemeldet? Die rufen einfach rein. Die rufen einfach rein. Was ist das denn? Die rufen einfach rein. Man meldet sich. Wer kann nach all der Zeit noch sagen, was Wahrheit ist und was Legende? Vor 10.000 Jahren, puh, das ist so schwer vorzustellen. Gibt es denn Bilder oder so von dieser Verheerung vor 10.000 Jahren? Es ist kein Märchen, das versichere ich euch. Wir reden hier von wahren historischen Ereignissen. Oje, ich müsste den Kindern wirklich einen Beweis der Verheerung von 10.000 Jahren zeigen, sonst glauben sie mir nie. Also theoretisch hätten wir ja was, ne? Gut, ich habe die Fotos von Zelda jetzt gelöscht. Aus dem Verlies. Das ist jetzt doof. Und dann hätte der ganze Unterricht keinen Wert. Verzeihen mir, Link, hätte ich gern, dass die Stunde so verlaufen würde, hätte ich mir die Mühe erspart, uns zu besuchen. Ich wünschte, ich hätte mehr Weitblick gehabt und das Gemälde der Verheerung aus Impas Haus geliehen. Ach, es geht um das Gemälde. Okay. Okay, wir haben direkt eine Aufgabe bekommen. Wir müssen zum Haus. Wir müssen ein Foto von dem Gemälde, von der Fee, also von dem... Ja, ne, da ist es auch eingezeichnet. Der Schrein hier... Nee, das ist gar nicht eingezeichnet. Das ist Quatsch. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier oben ist Kakariko. Ich bin lost. Nee, hä, wo ist Kakariko? What the fuck? Entschuldigung. Ich bin gerade völlig lost. Hier ist Kakariko. Jetzt sind wir wieder richtig unterwegs. Okay, dann gehen wir einmal gerade ganz fix. Ich bin gleich wieder da, Simon. In Impas Haus. Ich hoffe, der Unterricht geht so. Der Unterricht wird wahrscheinlich schon vorbei sein, bis ich das... Wahrscheinlich ist das dann wieder für den nächsten Tag. Oder man kann es ihm so zeigen. Aber das ist, ich muss gestehen, das ist ein bisschen doof gemacht. Ich habe den mehrmals angequatscht und dachte dann so eigentlich als Spieler, okay, irgendwie passiert da einfach nichts. Vielleicht ist das einfach nur Gag, dass der Unterricht stattfindet und dann findet plötzlich doch Unterricht statt. So, wo ist das scheiß Gemälde? Ach, ein grüßer Link, ihr seid ja auf den Beinen. Wenn man bedenkt, dass es 5 dieser großen Ruinen waren, die vom Himmel gefallen sind. Ja, das wissen wir immer noch nicht. Ich komme ja nicht klar mit diesen Ruinen. Ist das das Bild? Na. Das ist nicht das Bild. Wo ist das Bild? Wo ist das freaking Bild von der Verheerung? Das ist auch kein Bild von der Verheerung. Wo ist das Bild von der Verheerung? Oh my goodness. Ist das das Bild von der... Ja. Okay. So, wir sehen uns wieder, Kakariko, aber gerade nicht jetzt. Ich muss nämlich direkt wieder nach Hateno. Das ist der richtige Schrein. So, das war ein sehr kurzer Besuch. Ich glaube, das war der kürzeste Kakariko-Besuch überhaupt. Aber das ist in Ordnung. Das ist okay. Vielleicht schaffen wir es ja rechtzeitig noch in den Unterricht zu stürmen mit unserem Foto. Denn wenn mir etwas... Wo ist mein... Warum ist mein... Ach so, weil ich in den Städten kein Ding einsetzen kann. Denn wenn mir als Let's Player der Privatlehrer... Privatlehrer ist ja genau. Der beruflich Lehrer ist, etwas daran liegt, dann ist es Unterricht fortzusetzen. So. Die Rettung kommt. Die Rettung kommt...
Dein Unterricht kann stattfinden. Guckst du hier? Perfekt. Wir behandeln erneut das Thema der Verheerung. Vor allem, was haben die jetzt eigentlich eine Stunde oder so gemacht? Es ist der geilste Unterricht ever. Das ist, boah, also, Simin ist ein Top-Lehrer. Ich finde wirklich, Zelda hat hier definitiv den besten Pädagogen von ganz Hyrule ausgesucht. Ja, das ist fantastisch, wie das hier funktioniert. Beginnen wir mit der Wiederholung des Stoffs vom letzten Mal. Ah ja, letztes Mal also die Stunde, die wir vor einer Stunde hatten. Herr Simon, ist es denn erwiesen, dass das alles die Wahrheit ist? Wie kann man Legenden und Tatsachen auseinanderhalten? Ja. Wow, die wiederholen sich auch einfach innerhalb von einer Stunde. Hier ist ein Bild. Sieh da, das Gemälde der Verheerung. Kinder, schaut her, man hat uns soeben kostbares Bildmaterial zur Verheerung zur Verfügung gestellt. Toll, sieht total echt aus. Kinder sind so leicht zu manipulieren. Dann ist die Legende wahr, ist ja klasse. Also jetzt verstehe ich's. Ja, weil irgendjemand irgendwas gemalt hat, ist das wirklich passiert. Genau. Richtig. Das ist, ja. Das sieht für mich nach einem handfesten Beweis. Ja, das ist, also ich bin begeistert von so viel logischem Verständnis. Los, Herr Simon, erzählen Sie uns die ganze Geschichte von der Verheerung. Na, aber natürlich. Aufrichtigen Dank, Link. Es gibt noch viel zu erzählen von der Verheerung, deshalb wird das eine lange Stunde heute, aber ich hoffe, du bleibst. Ja, let's go. Die Verheerung brach schon mehrmals über das Königreich Hyrule herein. Vor 10.000 Jahren erschufen die Shika mit ihrer hochentwickelten Technologie sogenannte Titanen. Nur die Fähigsten waren in der Lage, diese Maschinenwesen zu steuern. Mit dem Bandschwert und der heiligen Kraft der Herren... Was? Der Herrenprinzessin. Ich habe noch nie das Adjektiv Heere gehört. Die Heereprinzessin, ja, wie auch immer. Versiegelte der Held aus uralter Zeit die Verheerung. Für lange Zeit herrschte danach Frieden im Königreich Hyrule. Aber dann, als die Verheerung fast in Vergessenheit geraten war, kehrte sie zurück. Erzählen Sie weiter, wann war das alles? Das alles geschah vor 100 Jahren. Es begann mit einer Prophezeiung über die Wiederkehr der Verheerung. Das Königshaus von Hyrule nahm diese Legenden ernst. Man suchte und fand die Titanen. Von den Ornigoronen, Zoras und Gerudo wurden als Reckenlass bezeichnete Piloten mit besonderen Fähigkeiten ausgewählt. Dann war da noch der Held, der das Beispiel weichen führte und die Heere. What the heck? Ich habe noch nie dieses Wort gehört. Gemeinsam stellen sie sich wie einst im Kampf gegen den Feind. Doch diesmal sollte die Verheerung nicht so einfach zu besiegen sein. Ist was Schlimmes passiert? Ja, der Heerenprinz. Ich kann das. Blieb es versagt, die heilige Kraft, die in ihr schlummerte, zu erwecken. Daraufhin bemächtigte sich die Verheerung der Titanen und deren Piloten kamen zu Tode. Als auch noch der Held, der das heilige Bandschwert führte, schwer verletzt wurde, stand die Welt am Abgrund. Endlich erwachte die heilige Macht der Prinzessin und sie opferte sich auf, die Verheerung 100 Jahre lang zu versiegeln. Ist bis hierhin alles klar? Nach langen 100 Jahren erwachte... Gut, dass wir einfach die Fragen abwarten. Nach langen 100 Jahren erwachte der Held aus dem Schlaf, der seine Wunden heilen sollte. Mit der Hilfe der Nachfahren der Recken gelang es ihm, die Titanen der Verheerung wieder zu entreißen. Magst du sagen, dass ich gerade hier stehe? Like, du redest von mir. Letztendlich besiegelte der Held die Verheerung und die Prinzessin versiegelte das Böse erneut. So, zum Ende bin ich vielleicht etwas theatralisch geworden, doch genauso hat es sich zugetragen. Magst du sagen, dass ich das war? Also halt Link, nicht ich als ich. Link als ich. Das heißt also, dass wir hier sind und dass es Hyrule noch gibt. All das haben wir den vielen Leuten zu verdanken, die Hyrule für uns beschützt haben. Ich will auch mal so ein Held sein und alle Generationen nach mir vor dem Bösen bewahren.
Na, ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Worte können meine Glückseligkeit gar nicht ausdrücken. So macht Unterrichten Spaß. Das waren 10 Sätze. Was machst du nächste Woche? Ich stehe in deiner Schuld, Link. Lass mich dir nochmal herzlich danken für deine tatkräftige Unterstützung. Hier ein Dankeschön für deinen Aufwand und Hilfe bei der Gestaltung unseres Unterrichts. Danke, 10 Hyrule-Reis. Perfekt. Nächste Stunde Hauswirtschaft. Rezepte mit Hyrule. Also wahrscheinlich kann man hier mehrere Schulstunden begleiten. Aber to be honest, das Rezept für Hyrule-Reis interessiert mich jetzt eher weniger. Oh. Ich frage mich, warum sie den Unterricht bei dir als eher dröge wahrnehmen. Wie, jetzt bin ich jetzt in die Hauswirtschaftsstunde reingerufen. Oh mein Gott. Okay. Hauswirtschaftslehre. Dabei geht es um Nahrungsmittel, die wir ja alle zum Überleben brauchen. Also das skippe ich jetzt aber. Ich glaube, da geht es einfach um Rezepte. Hyrule-Reis und Wild mit Geronengewürz. Es muss Wildcurry sein. Korrekt. Geronengewürz, Hyrule-Reis und Monster-Essenz. Monster was? Okay. Monster Curry. Okay. Soll ich jetzt Monster Curry herstellen? Willst du nur eine Monster Essenz? Monster Essence müsste ich doch haben, oder? Habe ich Monster... Ich habe keine Monster Essence. Doch, hä? Ich hab doch Monster Essenz. Wahrscheinlich muss ich jetzt das Curry herstellen. Okay. Das Problem ist, es ist 11.18 Uhr. Ist hier in der Nähe was zum Kochen? Safe Call wieder nicht. Ja, pass auf. Aufgrund der Zeit. Ich habe doch hier so mobile Kochtöpfe. Irgendwo. Da. Genau, aufgrund der Zeit kann ich doch jetzt bestimmt so ein Ding ganz schnell herstellen. Vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich noch hier den Monster-Kochtopf zu machen. Ein Monster-Curry meine ich. So. Wild, Monster-Essenz und Hyrule-Reis. Ab dafür. Hä? Der ist nach einmal Kochen weg! Und meine Monster-Essenz jetzt auch. Hat der nicht gesagt Wild, Hyrule-Reis und Monster-Essenz?
Kollege? Ach, Koronengewölbe. Fuck my life. Das Wild war davor. Scheiße, jetzt habe ich meine Monster-Essenz versaut. Oh nö, hätte ich Koronengewürz gehabt überhaupt? Ich hoffe, ich hätte kein Koronengewürz gehabt, weil sonst wäre ich jetzt sauer. Ich glaube, ich hätte eh kein Koronengewürz gehabt. Weil dann hätte ich es eh nicht machen können. Dann ist egal, dass die Monster-Essenz jetzt weg ist. Ja, das... Ja, das war alles nicht so smart. Aber ich habe eh kein Grundgewürz. Okay, scheiß drauf. Wir suchen weiter Leute mit Pilzen. Also ohne Pilze, also ohne Pilzkleidung. Ach ja, ich weiß genau. Ich wollte da unten die Eierfrau, wollte ich nochmal abfragen. Hat die einen... Wo ist sie denn? Hast du... Du hast keinen Pilzhut. Let's go. Nein, ich will dir nur einen Pilz geben. Hä? Habe ich ihr vielleicht schon einen Pilz gegeben? Okay, vielleicht habe ich ihr schon einen Pilz gegeben. Oh je. Oder ist die Mission nicht mehr aktiv? Wait a moment. Das muss doch eine Episodenmission sein, ne? Oh mein Gott, ich konnte... Da, Sargon oder Ridna? 6 Personen hast du einen Pilz gegeben, 2 Dorfbewohner musst du noch aufsuchen. Genau. Ich aktiviere es nochmal neu. Nicht, dass ich da was verpeile jetzt, ne? Also ich kann hier Eier mitnehmen, das ist toll. Oh, guck mal, hier wäre auch ein Kochdings gewesen. Aber das ist ja doof, dass so ein Kochteil nach einem Einsatz wieder gleich weg ist. Was ist das denn für ein Quatsch? Dann kann ich genau einmal mit so einem Reisekochtopf kochen. Und dann war es das schon wieder. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Das fühlt sich irgendwie nicht so sinnvoll an. Habe ich das noch nie fotografiert? Ah ja. Die ganzen... Die ganzen krassen Waffen haben wir noch nicht fotografiert. Hä? Das hat er nicht genommen. Kriegt zu viel hier. So, Wischmob. Crazy. Hier ist aber nichts drin, ne? Nee. Okay, also wo finde ich jetzt noch schnell 2 Leute? Die kein Dings tragen. Hier ist eh niemand drin, ne? Nee. Noch bestimmt irgendwelche Leute, die irgendwo noch arbeiten auf dem Feld oder so. Keine Ahnung. Oh je. Hier bin ich außerhalb. Du warst ein Pilz. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich vielleicht im Hotel jetzt nochmal gucken könnte. Ja. Du hast einen Pilz. Ah, warte, dich kann ich was anderes fragen. Ah. Ja. Wegen dem Stalker-Typi.
Ja, das weiß ich alles. Was gefällt dir so? Wie bitte? Was mir gefällt? Was ist das denn für eine Frage? Ja, tja, Kröten oder so. 100 Spurtkröten würden mir wahnsinnig gefallen. Mein Papa liebt die. Mir ist auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen. Okay, alles klar. 100 Spurtkröten soll er besorgen. Hoffentlich muss ich die nicht besorgen am Ende. Das wäre nicht so geil. Hier ist jetzt auch niemand mehr, ne? Nee. Die haben eben, aber die haben alle Hüte. Ich krieg zu viel. Ich meine, sie hat halt keinen Hut, aber sie ist die Schwester, like. Das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich ihr so einen Apfel geben würde. Einen Apfel. So einen Pilz geben würde. Ey. Hätte mich jetzt auch wirklich ge... Oh, was ist mit dir? Ach so, oh, jetzt ist... Oh, nee, er stalkt sie schon wieder. Ja, komm, ich erzähle mir jetzt erstmal das mit den Spurtkröten. Was hatte ich mit ihr zu besprechen? Du hast ges... Bruder. Ich schmeiß dich um, ey. Ich hab sie gefragt. Ich hab sie gefragt, einfach so, ja, Tatsache. Den Freund deines Freundes, ja, ja. 100 Spurtkröten. Ich hätte mich fast verraten, Alter. Ist der Typ creepy. Ah. Du denkst nicht, dass ich jetzt für dich 100 Spurtkröten sammle. Ist mir scheißegal, was das für eine Quest ist. Nee. Nee. Ja, 10. Wie viel habe ich denn? Ja, komm, nimm mal 10 Stück. Wir gucken mal, was du mir gibst. Zehn Spurtkröten gegen 10 Spurtling? Ich weiß ja nicht. Ja. Geschafft. Also, ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Mission angeht, aber gut, wir werden sehen, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Oder wir werden es nicht sehen, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das Problem mit TOTK. Du fängst irgendwas an und gefühlt 3 Jahre später wird es dann beendet. Du hast keinen Hut. Aber die Frage ist, ob ich dir schon was gegeben habe irgendwann mal. Das ist Atheno, das habe ich mitbekommen. Wie wäre es, wenn du einen Pilz nimmst? Ha! Nummer 5. Nummer 5. Einer fehlt noch. Sehr gut. Einer fehlt noch. Einer. Einer ohne Hut, den ich noch nicht hatte. Du hast einen Hut. Schade. Du hast auch einen Hut. Du bist ein Kind. Okay, dann gehen wir nochmal ins Hotel. Hut. Niemand. Niemand. Und
auf dem Balkon habe ich, glaube ich, schon jemanden ohne Hut angedingst, ne? Ich glaube, da habe ich schon einen Pilz gegeben. Ja, ich glaube, da habe ich schon den Pilz gegeben. Ha. Oh, die letzte Person jetzt noch finden, die keinen Pilz auf dem Kopf hat. Oh je. Gut hier hoch zu klettern. Hat es einen Grund, dass ich hier hoch kann? Nein. Perfekt. Oh, warte, war ich jemals hier oben? Ich war noch nie. Doch, ich war hier oben, aber nicht so. Hier war die Statue, ja. Also doch, hier. Nee, Quatsch, hier ist der Bürgermeister, ne? Der will natürlich keinen Pilz. Wobei, ich meine... Wäre jetzt witzig, wenn er der Letzte wäre und ich das einfach nicht probiert habe. Nee, schade. Ja, das ist alles hier sehr ergiebig. Schieß. Hier kann ich nicht rein, ne? Da habe ich schon überlegt, ob ich da von unten mal rein probiere. Oh Mann, wo könnten denn noch welche sein? Das ist jetzt halt echt so Nadel im Heuhaufen suchen, ne? Entschuldigung. Das ist jetzt halt echt so die Nadel im Heuhaufen suchen. So, welcher Charakter... vor allem welchen hatte ich noch nicht? Das ist die nächste Frage. Es kann ja sein, dass ich an ganz viele gerade denke und einen davon hatte ich einfach noch nicht. Was doof wäre. Hier ist auch niemand drin, ne? Nee. Boah. Du hast einen scheiß Hut. Da oben war ich doch aber auch wegen der Pilz-Dings und so. Käse-Ding. Ich meine, die Käse-Teil... Die hatte doch selber so einen Hut, glaube ich, gehabt, oder? Oh, was mit dir? Ah, du hast einen Hut, schade. Aber ich meine, jetzt bin ich ja auch so halb unterwegs. Jetzt treffe ich doch eher nur noch Touristen. Ja, du hast einen Hut. Du hast einen Hut. Du hast keinen Hut! Nein! Nein, hier. Oh, yes. Nimm den Scheißpilz. Oh, mein Gott. Das war der Letzte. Ja. Das waren alle. Ab zu Sagono. Oh, mein Gott. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt so komisch seitlich plötzlich geflogen bin, aber ist in Ordnung. So. Aber durch die Mission, und das muss ich wiederum sagen, das ist ganz gut,
Durch die Mission haben wir tatsächlich jetzt ganz gut Hateno kennengelernt. Ich habe die Pilze verteilt. Wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugestellt. Sehr schön. Das wird sicher einige dieser Rednerwähler die Augen geöffnet haben. Bitte sehr als Zeichen meines Dankes. Maxi Edeltrüffel, let's go. Das ist ein wertvoller Pilz. Ja, ja, ich weiß. Isst den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Ja, wann ist die denn jetzt? Und wo und wie? Dein Einsatz hat bestimmt viele von Riednas Anhängern wachgerüttelt. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass du der Bürgermeister mal beiwohnst, der ich ja schon so gut wie gewonnen habe. Ich weiß es nicht, wenn du mir sagen würdest, wo die ist. Ich meine, ich schätze mal nicht, dass die jetzt stattfindet. Like, es ist spät. Aber irgendwie muss ich die jetzt ja starten können. Ich gehe nochmal zu ihm hier. Bürgermeisterwahl? Ja, cool. Oh, was ist hier los? Dich habe ich schon gesehen in der Boutique Zephyr, nicht wahr? Du weißt doch, als es um die Bürgermeisterwahl ging. Die Sache wird langsam etwas heikel. Sie sind beide so stur. Andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug davon, mich beschäftigt etwas ganz anderes. Ah, das müssen wir vor der Bürgermeisterwahl klären, alles klar. Was beschäftigt dich? Es geht um einen Mann, Riednar. Er schließt sich jede Nacht in unsere Hütte. Alles klar, ich muss da wieder reingehen. Okay, das... gut. Gut, er hat ein Geheimnis, sie hat... Oh, Leute, ich ahne es. Sie holt sich heimlich Gemüse und er zieht vielleicht heimlich so Klamotten an von ihr. Oh, das wäre ja großartig. Ist zwar jetzt echt vorhersehbar, aber das wäre ja witzig. Okay, also muss ich ihn nachts auch noch beschatten. Mittags in unsere Hütte. Ja, Tür ist fest verschlossen. Ein Loch oder etwas Ähnliches hineingraben. Okay. Also, ich hatte ja schon die Vermutung, dass ich da durch so einen Brunnen hinkomme. Ich habe mir das ja sogar markiert, ne? Da das jetzt aber eine richtige Mission auch noch geworden ist. Vielleicht gibt es ja einen anderen Eingang. Aber es sieht nicht so aus, ne? Ne, ich komme wohl nur von unten rein. Okay, wo ist der nächste Brunnen? Hier waren doch irgendwelche Brunnen in der Nähe. Da ist auf jeden Fall ein Feuer zum Warten. Klappe. Ah, wo waren denn diese Brunnen? Ich habe doch ständig die Brunnen gesehen. Jetzt sehe ich keinen einzigen. Also ich habe überall diese Brunnen gesehen und jetzt, wo ich einen brauche, ist keiner da. Das ist doch nicht zu fassen.
Wo waren denn diese Brunnen? Ne, die sind auch nicht eingezeichnet, oder? Doch, die müssen doch eingezeichnet sein. Sind das nicht so Höhlen auch Eingänge? Ostbrunnen da drüben? Nordbrunnen da. Okay, der Nordbrunnen ist am nächsten dran. Dann gehen wir zum Nordbrunnen. Okay, danke, Karte. Aber wieso soll ich da zum Mittag rein, hä? Like, ich kann doch jederzeit... Ach, lol. Ich sehe den sogar von hier, den Brunnen. Wow. Der besonders blinde Kollege hier wieder unterwegs. So, jetzt muss ich nur unter den... Wait, ich war in dem Brunnen noch gar nicht, oder? Das ist nochmal ein anderer Brunnen. Ich kann mich nicht erinnern, solche Dinger zur Seite gerollt zu haben. Daran kann ich mich wiederum schon erinnern. Ah, stopp! Ich brauche ein Bild von einem Slime. Habe ich ganz vergessen, ich brauche ja ein Bild von einem Slimy. Da war ja was. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich unter dem Stern lande. Der ist hier. Ja, hier sind schon wirklich 3 Millionen Spurtkröten. Auch witzig. Okay, wir nähern uns dem Stern. Weil wer wollte noch gleich das Bild von dem Schleim? Ich hab's halt schon wieder vergessen, ne? Okay, hier bin ich jetzt, glaube ich, bin ich jetzt genau unter dem Ding? Sieht gut aus, ne? So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir setzen jetzt hier... Wir setzen jetzt hier das Teleportmedaillon. Hallo. Zack. Dann schauen wir, ob das passt. Ja, Ich dachte, ich lande in dem Haus. Ich meine, das ist richtungstechnisch eigentlich echt gut gewesen. Okay, das muss sehr exakt sein. Ja. Kuckuck. Was machst du hier? Das ist dein Privatbesitz. Ich weiß nicht, aus welchem Loch du gekrochen bist, aber hier befinden sich Geheimdokumente höchster Tragweite. Es könnte das gesamte Dorfleben revolutionieren, aber das geht dich nichts an. Okay, alles klar. Gut, dann lassen wir es jetzt Mittag werden, gehen zu unserem Transportmedaillon, porten uns da hoch und alles ist cool. So. Ich meine, es klappt soweit ganz gut, ne? Thank you.
Ja, richtig, richtig weiter Teleport auch auf jeden Fall. Aber hey. Ja, dann gucken wir doch mal, was da drin steht. Entwicklungskonzept für eine neue Kürbis. Oh, okay, es ist nicht, was ich dachte. Ich habe nichts gesagt. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Hateno ausmachen. Allerdings kommt es nicht umhin zu bemerken, dass die jüngere Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte hat. Bevor ich dieses Problem nicht löse, kann ich mich nicht guten Gewissens als Bürgermeister bezeichnen. Da habe ich zusammen mit den äußerst begnadeten Bauern Nakin eine neue Art Kürbis entwickelt. Er entspricht in Farbe, Form und Gestalt ganz dem neuen Saganus. Ah ja, doch, okay, es geht doch um den Saganus-Stil, der bei der heutigen Jugend sehr populär ist. Dies erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen und so konnten wir ihn der Allgemeinheit noch nicht vorstellen. Alles klar. Dann wissen wir das jetzt auch. Ihm kann ich das nicht besprechen, aber wahrscheinlich mit. Ja, und wo ist sie jetzt? Oh. Wo finde ich denn sie? Wo finde ich denn sie? Kann er mir sagen, wo sie ist? Er labert immer nur die gleiche Scheiße. Ja, danke. Okay, wo ist die jetzt tagsüber? Shit, ich weiß halt nicht, was die macht, ne? Wo ist die tätig? Vielleicht sagt es mir meine Quest. Sagt mir meine Quest, wo die tätig ist. Erstatte seiner besorgten Frau Clavia Bericht. Ja. Aber ich erfahre leider nicht. Hier sind keine so wichtige Charaktere nicht, na, nee. Hier sind nur die, die speziell vorgestellt worden sind. Gott, wo ist denn die Klavia? Du bist nicht die Klavia. Boah, wo ist denn die Klavia, ey? Ich hab doch keine Ahnung. Ich meine, es wird diejenige sein. Da ist er wieder. Ah, nee, ist er gar nicht, ist ein anderer. Ah, das ist der Vater von Sagono, alles klar. Du bist auch nicht klar, wer. Alter, der Typ, ne? Feuer der Liebe. Ich geb dir Feuer der Liebe in den Hintern. Ja, nee, ich hab keinen Bock mehr auf den Typen. Ich hab so keinen Bock mehr auf den Typen, ne? Aber die ist auch nicht hier drin, dann, na? Nee. Wo ist denn diese Klavia? Du bist, ja, stimmt, du bist natürlich Effi. Nein, das weiß ich doch alles schon. Nein, Wiedersehen. Ja, aber dann habe ich doch jetzt bald wieder alles durch. Das ist auch nicht Klavia, das ist Senna, das ist ein Typ. Hier ist. Nee, hä? Was will er jetzt? Was will er denn jetzt? Er wollte den Schleim! Ich hätte nicht mehr dran gedacht, dass er das war. Okay, ja, let's go.
Jetzt kriege ich wahrscheinlich so einen Schleimstoff, den ich eh nicht nutze. Aber hey, was soll's. Ja, wow, es ist halt wirklich Schleimstoff. Och nee. Ach nee, ich... Nee. Also echt nicht. Ich weiß nicht. Sind diese Stoffe in irgendeiner Form wichtig, dann sagt's mir bitte. Aber ich fühl die jetzt überhaupt nicht. Ich würde es viel mehr fühlen, Klavia zu finden. Aber ich habe keine Ahnung, wo die ist, ne? Kann ja nicht in irgendeinem fremden Haus sein. Also, weil wohnen tut sie ja dann bei dem. Also müsste sie sich halt irgendwo aufhalten, wo sie halt jetzt hingehört. Gerade aktuell. Hab ich ja keine Ahnung. Oh. Das ist nicht Klavia. Und Klavia ist auch nicht hier. Ich habe keine Ahnung, wo Klavia sein soll. Ich meine, ich weiß, wo sie abends ist. Abends ist sie halt bei ihm im Haus wieder. Muss ich wohl darauf warten. War schon... Oh, wieder mal ein Goldapfel. Nice. War schon irgendwie... Irgendwie komisch. Aber hier hat man ja auch nie. Also das ist ja auch. Warum soll es in dem Haus da jetzt zum Beispiel drin sein? Ich habe halt, also ich habe keine Erinnerung daran, dass die mir irgendwann mal gesagt hätte, da und die, um die und die Zeit ist sie da und da. So. Weiß ich nicht. Kann ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass die irgendwas in die Richtung mal gesagt hätte. Aber der Käseladen nimmt Form an, also nicht schlecht. Du bist auch nicht Klavia. Na, der Käseladen nimmt wirklich Form an. Das ist cool. Gar keine Frage. Ja, aber Klavia finde ich nicht. Ich meine, jetzt ist es schon so spät. Vielleicht ist es mittlerweile schon bei Riga im Haus wieder. Hätte ich gar nichts dagegen. Auch wenn es mir lieber gewesen wäre, ich hätte sie jetzt direkt gefunden. Aber das sollte wohl nicht sein. Ah, scheiße, es war das Hotel. Ich wollte zu Rigas Haus. Das ist da oben, ne? Was ist, wenn sie einfach dahinter ist? Ja, dahinter ist eigentlich nichts. Außer dieses Feld und da ist sie auch nicht. Nee. Ja, mäh mich nicht an. Vielleicht ist sie mittlerweile ja im Haus. Schade. Aber ich habe doch jetzt alles abgeguckt. Wo könnten die noch sein? Ist einfach eine Spurtkröte im Haus, alles klar.
Klavia! Keine Ahnung, wo es jetzt herkommt, aber gut. Oh, guten Abend. Wie läuft's denn so? Schon irgendwelche Neuigkeiten wegen dieser Sache? Ja. Er möchte eine neue Kürbissorte entwickeln. Darum war er in letzter Zeit so oft bei Narkin. Er hätte doch mit Sangono zusammenarbeiten können. Wäre wohl zu einfach gewesen für den verbohrten Sturkopf. Ich bin so erleichtert jetzt, da ich die Wahrheit kenne, das erklärt so einiges. Wie dieser Vorfall in der Boutique Zephyr, jetzt ergibt das natürlich vollkommen Sinn. Oh, entschuldigt, das ist etwas zwischen meinem Mann und mir. Vielen Dank, dass du das für mich herausgefunden hast. Ich habe dir eine Bezahlung versprochen. Und ich halte mein Versprechen. Yay. Willst du besser miteinander klarkämen? Ja, das ist, was ich auch gesagt habe. Kooperation statt Konfrontation. Okay, so, können wir jetzt Bürgermeisterwahl machen? Lass uns mit Sephora sprechen. Ja, let's go. Ach nee, das ist der Sagono. Wer ist Sephora? Ich krieg die Krise. Lass uns mit Sephora. Wer ist Sephora? Das da oben ist Riednar. Wer ist Sephora? Oh, die Namen hier, ne? Okay, okay. Klavia, kannst du mir sagen, wer Sephora ist? Du kommst jetzt ja eh hier hoch, ne? Ja. Ja, cool. Okay, wer ist Sephora? Wait. Wait. Du bist nicht Sephora. Aber die Ladenbesitzerin ist diese, ist der Ladenbesitzer, ist, glaube ich, ist das Sephora? Das ist Effi. Nee, Fichtelorf. Nee. Alter, was weiß ich, wer Sephora ist? Die Namen hier in Atheno machen mich wahnsinnig. Ah, warte, vielleicht beim Hotel jemand. Hotel? Du hast gar keinen Namen. Nee, Primella. Nee, lass mich in Ruhe. Du bist auch nicht Sephora. Alter, ich... Okay, was sagt die Quest? Sprich mit Sephora vor dem... Ah, die Schwester von Sagono war Sephora. Mein Gott, ey. Vorbein ist abgeschlossen. Heute ist es zu spät. Am Tag und bei schönem Wetter. Ist schon gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Am Tag und bei schönem Wetter. Let's go. Weh, es regnet jetzt. Ich raste aus. Das ist doch wunderschönes Wetter. So. Jetzt aber hier Bürgermeisterwahl. Dann wollen wir mal. Die Bürgermeisterwahl ist hiermit eröffnet. Ja, cool. Das Wetter ist geradezu ideal.
Bitte alle auf den Dorfplatz kommen. Ja, das hören alle jetzt auch, weil du so richtig laut das sagst. Okay. Ich meine, ich ahne eh, was passiert, ne? Ich prophezeie, sie werden sich einigen, sie werden beide am Ende Hateno leiten und Hateno wird einfach das beste Dorf überhaupt in Hyrule werden. Aber wir sehen das beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.